Herzlich willkommen zum heutigen Workshop, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserem Workshop am 4. November 2024. Das ist ein Montag und deshalb führen wir diesen Workshop heute durch. Ja, ich bedanke mich gleich zu Beginn für die Assistenz im Hintergrund durch meine Frau Renate und Tochter Claudia. Die helfen mir, Ihre Fragen vorzubereiten, Ihre Fragen, die Sie nämlich in Chat eintragen können. Und das macht es mir wesentlich leichter, Ihre Fragen dann zu beantworten und kann mich jetzt auf die einleitenden Ausführungen konzentrieren. Und ich verspreche Ihnen, es wird heute wieder sehr interessant, dieses Thema. Es zielt natürlich wie immer darin ab, Ihre Lebensqualität mittels Agile Care verbessern zu helfen. Und, ehe ich es vergesse, auch begrüße ich diejenigen schon im Vorhinein, die nicht jetzt live dabei sind, sondern die sich die Aufzeichnung anschauen. Denn es hat sich längst herumgesprochen, auch die Aufzeichnung ist dazu gut geeignet, das Wissen aufzunehmen. Und dabei kann man selbst auch die von uns gebotenen Downloads ausführen, selbst Fragen stellen. Das geschieht rechts unten in dem Feld, selbst Fragen stellen, die wir Ihnen natürlich sehr gern wiederum per E-Mail beantworten. Also lassen Sie uns loslegen. Wir beginnen. Und wenn ich sage, wir beginnen, dann will ich auch, um es wiederum nicht zu vergessen, Ihnen gleich den Download der PDFs ermöglichen. Sie können also jetzt und, wie Sie wollen, während der ganzen Zeit die PDF, die ich für Sie erstellt habe, herunterladen. Sie besteht natürlich wie immer aus den Schaubildern, aus den Folien, die wir zu dem Vortrag erstellt haben. Lassen Sie uns starten. Und da ist es natürlich wieder das Wichtigste. Aber da ist das erste Bild. Wir haben also heute den 4. November und wir beginnen natürlich mit diesem wichtigen Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, und da komme ich mit einem organisatorischen Hinweis. Wir hatten ja schon von Claudia vorige Woche den Hinweis bekommen, dass wir uns zum Symposium 2025 entschieden haben. Jetzt steht der Termin fest. Ab jetzt sozusagen steht der Termin fest. Den möchte ich Ihnen hiermit mitteilen. Es wird am 22. März 2025 in Merane unser Symposium 2025 geben. Das ist ein sehr schöner Ort, kann ich Ihnen schon versprechen. Es ist sehr, sehr schön dort. Und originellerweise liegt das Hotel, Sie bekommen noch die genaue Bezeichnung dafür von uns mit der Einladung, liegt das Hotel auf der Landesgrenze zwischen Sachsen und Thüringen. Eine Kuriosität, finde ich. Und merken Sie sich schon den Termin, sichern Sie sich den Termin. In Kürze bekommen Sie die Einladung mit dem Programm dazu. Und dann sind Sie in der Lage, gleich sich einen Platz zu reservieren. Es gibt wieder den bevorzugten Preis für all diejenigen, die sich rechtzeitig dazu melden. Ja, und die nächste Mitteilung, über die ich mich auch sehr freue und auch einen kleinen Stolz empfinde, das ist, dass die zweite Auflage meines Taschenbuchs mit dem Titel Borrelien und Co. selbstständig meistern, ich habe Ihnen hier ein Bild eingestellt auf dieser Folie, dass die seit 3. November verfügbar ist und genehmigt ist. 3. November heißt seit gestern, also ganz aktuell. Sie können sich das gedruckte Taschenbuch, es besteht aus 49 Seiten, hat einige Abbildungen und Tabellen, können Sie sich herunterladen über den hier eingeblendeten Link. Das ist ein verkürzter Link, der
ganz leicht für Sie zu realisieren ist, indem Sie auf Ihrem PDF-Datei, die Sie herunterladen können und die Sie, ich denke, schon heruntergeladen haben, einfach draufklicken und dann landen Sie dort. Kleine Vorsicht noch, Sie bekommen dort auch den Hinweis, die Verbindung zum E-Book. Und das E-Book ist aber noch nicht auf dem neuesten Stand. Das wird erst in den nächsten Tagen erfolgen. Deshalb, ich orientiere Sie auf das Taschenbuch. Sie können viele wichtige Informationen darin erlangen, die wiederum auch behilflich sind, Ihre Lebensqualität zu verbessern. Sie wissen ja, das ist unser großes Ziel. Heute möchte ich, während wir im Buch auf Borrelien eingehen, heute möchte ich auf Chlamydien eingehen. Und ganz speziell, insbesondere also ganz speziell auf Chlamydia pneumoniae. Auch hier gebe ich keine, also heute gebe ich keine vollständigen und umfassenden Informationen, sondern nur die aus meiner Sicht wichtigen Angaben, die Hilfe zur Selbstheilung im Fall der Fälle geben kann. Das versteht sich sicherlich und dann werden Sie Verständnis dafür haben, aus der Tatsache, dass wir hier nur einen beschränkten Zeitfond haben. Wie sieht es mit der Diagnostik aus? Ich habe Ihnen hier dazu 5 Punkte aufgeschrieben. Erstens Chlamydia pneumoniae, Epidemiologie und klinische Relevanz. Chlamydia pneumoniae ist ein bakterieller Erreger, der weltweit verbreitet ist und hauptsächlich Atemwegserkrankungen verursacht. Die Infektion betrifft Menschen jeden Alters und ist oft mild, kann jedoch bei bestimmten Gruppen zu ernsthaften Komplikationen führen. Das Verständnis der Epidemiologie hilft, präventive Maßnahmen zu entwickeln und die öffentliche Gesundheit zu fördern. Die Epidemiologie, also ein Wort, was vielleicht noch nicht alle von Ihnen im Verständnis kennen, befasst sich mit allen Arten von Krankheiten und mit den Faktoren, die Gesundheit und Krankheit beeinflussen. Zweitens, Pathophysiologie und Übertragungswege von Chlamydia pneumoniae. Chlamydia pneumoniae wird hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertragen. Der Erreger infiziert die Epithelzellen der Atemwege, was zu Entzündungsreaktionen führt. Das Ergebnis der Pathophysiologie ist entscheidend für die Entwicklung effektiver Behandlungen und, ja, es wird auch immer aufgeführt, Impfstoffe. Darin ist die Pathologie die Lehre von den krankhaften Veränderungen am Körper eines Lebewesens und die Physiologie die Lehre von der Funktionsweise des Körpers. Griechisch heißt es ja Physis. Und hier geht es um die Funktionsweise des Körpers eines Lebewesens. Drittens, diagnostische Methoden von Serologie zu molekularen Techniken. Die Diagnose einer Chlamydia pneumoniae Infektion umfasst serologische Tests zur Antikörperbestimmung und molekulare Techniken wie PCR zur Erkennung der bakteriellen DNA. Hier kennen Sie schon einige Dinge. PCR, vielleicht erinnern Sie sich an die Tests, die bei Corona durchgeführt wurden. Ja, und serologisch heißt ja aus Körperflüssigkeiten und hauptsächlich eben aus der Blutflüssigkeit. Diese Methoden variieren in Bezug auf Genauigkeit, Geschwindigkeit und Verfügbarkeit, was ihre Anwendung in der klinischen Praxis beeinflusst. Also die unterscheiden sich wirklich sehr bezüglich Genauigkeit, Geschwindigkeit und Verfügbarkeit. Viertens, Herausforderungen und Limitationen in der Diagnostik von Chlamydia pneumoniae. Die Diagnosestellung kann schwierig sein, da die Symptome unspezifisch sind und sich mit anderen Atemwegsinfektionen überschneiden.
Zudem sind serologische Tests oft nicht ausreichend sensitiv oder spezifisch. Diese Herausforderungen erfordern eine sorgfältige Auswahl diagnostischer Verfahren und eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Techniken. Ja, was heißt sensitiv oder spezifisch, dass sie nicht ausreichend sind? Also sensitiv nicht ausreichend heißt, sie sind nicht ausreichend, um eine bestehende Erkrankung, in dem Fall Chlamydia pneumonia Infektion, zu erkennen. Und spezifisch heißt, wenn ich einen erkannt habe, dass es noch wirklich zutrifft. Und so ergeben sich ja dann auch die beiden Begriffe falsch positiv und falsch negativ. Also falsch positiv heißt, ich erkenne eine Erkrankung und die ist gar nicht da. Und falsch negativ ist, ich erkenne eine existierende Erkrankung nicht. Fünftens, Zukunftsperspektiven. Innovationen in der Diagnostik und ihre potenziellen Auswirkungen auf die Patientenversorgung. Die zukünftige Diagnostik von Chlamydia pneumoniae könnte durch Fortschritte in der molekularen Diagnostik wie Next Generation Sequencing revolutioniert werden. Diese Informationen versprechen eine schnellere und genauere Erkennung von Infektionen und können letztlich die Patientenversorgung durch speziellere Therapieansätze verbessern. Ja, Next Generation Sequencing, das bedeutet eine Weiterentwicklung der DNA-Analyse, der DNA-Diagnostik. In Verbindung mit dem Institut BioVis habe ich schon öfter über die DNA-Diagnostik gesprochen. Es geht immer um die DNA der Erreger. Und wenn das die Weiterentwicklung ist zu Next Generation Sequencing, dass es dort insbesondere um parallele Abläufe geht, die man sozusagen in diesen Prozess hineinbaut. Also eine Zukunftsmusik. Das sind also die Informationen, die wir zu der Diagnostik haben. Und es ist die Frage, welche Erkrankungen und Symptome sind mit den Erregern, hier in dem Fall der Chlamydia pneumonia, verbunden bzw. folgen aus ihnen. Eine Infektion von Chlamydia pneumoniae kann zu verschiedenen Erkrankungen und Symptomen führen. Zu den häufigsten gehören Atemwegserkrankungen, allgemeine Symptome und seltenere Komplikationen. Das bekommt man heute als Auskunft quasi aus der Schulmedizin. Ergänzen dürfen wir das, wenn wir dann tiefer eindringen, durch die beiden, ich denke, wichtigen Punkte, viertens und fünftens, die da lauten Chlamydia pneumoniae im Stütz- und Bewegungsapparat und Chlamydia pneumoniae bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich möchte daran erinnern, dass wir auf dieser Plattform hier in vergangenen Workshops, aber auch in Symposien darauf hingewiesen haben, wie häufig das vorkommt. Und wenn wir dort die Chlamydia vorfinden, dass wir dann durch Bekämpfung der Chlamydia oder Eliminierung der Chlamydia, heißt es eigentlich besser, auch die Probleme im Stütz- und Bewegungsapparat sowie bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen der Menschen, die betroffen sind, helfen. Welche sind das im Einzelnen? Bei den Atemwegserkrankungen sind es die Pneumonien, also Lungenentzündungen, die häufig mild sind, aber auch schwerer verlaufen können. Dann ist es die Bronchitis, das heißt, die Bronchien sind entzündet, dort finden wir Entzündungen und oft sind sie mit Husten und Schleimproduktion verbunden. Bei der Sinusitis handelt es sich im Zusammenhang mit Chlamydia pneumoniae um eine Entzündung der Nasennebenhöhlen, die zu Kopfschmerzen und verstopfter Nase führen kann. Pharyngitis heißt, wir finden Halsschmerzen vor und Schluckbeschwerden. Kommen wir zu den aufgelisteten Symptomen, die wir als allgemeine Symptome bezeichnen. Wir sehen also dort Fieber, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Muskelschmerzen.
Also die Schlussfolgerung, dass Fieber immer nur von einer Virusinfektion kommt, die habe ich schon öfter gehört, diese Annahme, die ist falsch. Wir haben also hier eine bakterielle Infektion und finden dort auch bei allgemeinen Symptomen sehr, sehr häufig, nicht immer, aber sehr, sehr häufig Fieber vor. Die selteneren Komplikationen sind Asthma-Exazerbationen und Arteriosklerose. Ja, was heißt dieses Wort Exazerbation bei Asthma? Das heißt, wir haben eine Verschlechterung von Asthma-Symptomen. Als Exazerbation bezeichnen wir das gleichzeitige Auftreten von drei Faktoren, nämlich drei Symptomen, nämlich Auswurf, Husten und Atemnot. Das trifft also zu, dass wir es zwar seltener, aber dann wirklich, sagen wir mal, krass oder intensiv vorfinden. Arteriosklerose. Es gibt Hinweise darauf, dass eine chronische Infektion mit Chlamydia, Pneumonia zur Entwicklung von Arteriosklerose beitragen kann. Obwohl dies noch weiter erforscht wird, so finden wir das in der Literatur. Und Sie wissen ja, dass wir schon häufig in Fällen der Arteriosklerose einfach auf Verdacht, ohne es weiter zu diagnostizieren, ohne es notwendig ist, das weiter zu diagnostizieren, Anwendungen zu Chlamydia Pneumonia gegeben haben als Empfehlung. Und wir dann erfreulicherweise sehr, sehr oft über Erfolge berichten können. Die Symptome, die wir aufgeschrieben haben, können variieren und sind oft unspezifisch, was natürlich die Diagnose erschweren kann. Es gibt Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass Chlamydia pneumoniae mit Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates sowie mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung stehen können. Und das ist die Erweiterung, die ich auf dem vorigen Schaubild mit viertens und fünftens bezeichnet habe und hier nochmal etwas genauer betrachten möchte. Also kommen wir auf den Stütz- und Bewegungsapparat. Chlamydia pneumoniae wurde als möglicher Auslöser für reaktive Arthritis identifiziert. Studien zeigen, dass Infektionen mit Chlamydia pneumoniae reaktive Arthritis auslösen können, was auf eine Verbindung zwischen dieser Infektion und Erkrankungen des Bewegungsapparats hinweist. Und wir wissen auch, dass es bei Arthrose hilft. Wir vermuten es, wir konnten es noch nicht nachweisen, aber durch Eliminierung der Chlamydia pneumoniae ist es uns gelungen, eben betroffenen Menschen Hilfe zu geben. Das galt bei Arthrose und gilt auch bei verschiedenen Gelenkserkrankungen. Ebenso ist es der Fall zum Beispiel beim Bandscheibenvorfall und weiteren, ich habe das hier mit einigen Pünktchen angegeben, weiteren Symptomen bzw. Erkrankungen, Diagnosen. Kommen wir zu fünftens, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es gibt Hinweise darauf, dass Chlamydia pneumoniae mit koronaren Herzerkrankungen und der Bildung von Plaques in Blutgefäßen in Verbindung stehen könnte. Studien haben gezeigt, dass Patienten mit koronarer Herzkrankheit häufiger Antikörper gegen Chlamydia pneumoniae aufweisen. Diese Infektion könnte eine Rolle bei der Entstehung von Arteriosklerose spielen, indem sie Entzündungsprozessen Vorzug in den Gefäßen, also Entzündungsprozesse in den Gefäßen fördert. Diese Zusammenhänge sind Gegenstand laufender Forschung, erfahren wir, indem wir eben immer wieder die Literatur lesen. Und es bedarf weiterer Studien, um die genauen Mechanismen und die klinischen Relevanz dieser Assoziation vollständig zu verstehen. Das ist sozusagen der Stand der Schulmedizin. Wir Anwender von Acclicare wissen jedoch schon längst, dass wenn wir gegen Chlamydia pneumoniae vorgehen, und das heißt bei uns immer, wir eliminieren sie, dass wir dort schnell einen Erfolg belegen können, sowohl im Stütz- und Bewegungsapparat als auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zur Frage der Therapie und der Eliminierung von Chlamydia pneumoniae
habe ich Ihnen hier diese kurze Aufstellung dargestellt. Die Behandlung einer Infektion mit Chlamydia pneumoniae umfasst in der Regel in der Schulmedizin den Einsatz von Antibiotika. Hier sind die gängigen therapeutischen Möglichkeiten zu sehen. Also Antibiotika ist das A und O in der Schulmedizin. Und hier werden verschiedene Antibiotika aufgelistet. Das möchte ich Ihnen ersparen. Da bin ich sowieso nicht dafür kompetent. Und die Wahl des Antibiotikums hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einschließlich des Alters des Patienten, mögliche Allergien und der Schwere der Infektion. Es ist wichtig, die gesamte Antibiotikatherapie abzuschließen, um die Infektion vollständig zu beseitigen und Resistenzen zu vermeiden. Und das ist unbedingt durch den Satz zu ergänzen, dass wir zunehmend durch Antibiotikagabe Resistenzen erzeugen und dass wir weltweit in den entwickelten Industrieländern das Problem haben, dass wir immer weniger bei bakteriellen Erregern mit Antibiotika erfolgreich sind. Ein riesengroßes Problem, und das erwartet viele Menschen auch schon beim Erreger Chlamydia pneumoniae. Kommen wir zur symptomatischen Behandlung. Das ist ja der gängige Weg in der Schulmedizin. Bei Bedarf können fiebersenkende und schmerzlindernde Medikamente eingesetzt werden, um Symptome wie Fieber und Schmerzen zu lindern. Das ist die symptomatische Behandlung, die auch nicht ohne ist. Drittens, Beobachtung und Nachsorge. In einigen Fällen, insbesondere bei milden Infektionen, kann eine engmaschige Beobachtung ausreichend sein, um den Verlauf der Erkrankungen zu überwachen. Und kommen wir schließlich, und das ist für mich der Höhepunkt, zur Eliminierung der Chlamydia pneumoniae durch Anwendung von Agilcare arbeitet, wie Sie alle wissen, nach der Methode von Dr. Rife. Aufgrund der Vorteile von Agilcare wird diese Methode von Anwendern der Methode mit Agilcare vorzugsweise eingesetzt, insbesondere von Menschen, die mit den hier zuvor angegebenen Verfahren, also Antibiotikagabe hauptsächlich, nicht zufriedengestellt wurden. Die Vorteile sind: ohne fremde Hilfe, schnell verfügbar. Als Anwender von Agilcare hat man dieses Gerät unmittelbar zur Verfügung. Selbst auf Reisen sollte es man dabei haben. Somit ist der Anwender sofort zu entscheidenden Handlungen bereit, was zu schneller Verbesserung der Lebensqualität führen kann. Keine Sorge wegen Erzeugen von Resistenzen. Das gilt bei Agilcare. Resistenzen und verwandelte Formen der Erreger sind infolge der Agilcare-Anwendungen nicht zu erwarten. Selbst bei nicht indizierten Anwendungen entstehen keine Gefahren. Keine ungewollten Nebenwirkungen oder Gefahren bei Beachtung der Gebrauchsanweisung. Es sind keinerlei Gefahren oder Risiken zu Folgeerkrankungen zu erwarten. Bei optimalen Randbedingungen vor, während und nach den Anwendungen ist mit einer Beschleunigung des Effekts durch erfolgreiches Vorgehen zur Erreichung der besseren Lebensqualität zu rechnen. Die Anbringung der Elektroden in der Nähe der befallenen Körperregion beschleunigt den Erfolg. Wenn wir also dorthin gehen, wo wir die Auswirkungen zum Beispiel der Chlamydia pneumoniae durch Schmerzen im Gelenksbereich vorfinden, dann bringen wir Haftelektroden dorthin und kommen damit schneller zum Erfolg, als wenn wir das für den ganzen Körper über die Hände bringen. Auch der Einsatz von zwei Kanälen durch Agilcare parallel oder durch Erweiterung des Agilcare Pro mittels Erweiterungskit beschleunigt den Vorgang bis zur Erlangung besserer Lebensqualität. Die störenden Erreger, Chlamydia pneumoniae, werden beschleunigt
dadurch eliminiert. Und schließlich der Punkt Wiederholungen empfohlen. Bei Bedarf kann die Methode nach Belieben wiederholt werden, ausreichend entgiftet, Entgiftung natürlich mit Natursilizienmikrometer vorausgesetzt. Das ist also die Zusammenstellung der Vorteile von Agile Care bezogen auf Chlamydia pneumoniae. Was empfehlen wir an Anwendungen mit Agile Care, um Chlamydia pneumoniae zu eliminieren? Die zu empfehlenden Anwendungen sind, und ich möchte sie hier vortragen, BOE 181, ich wiederhole den Quellencode-Index, BOE 181, Chlamydophila pneumoniae. Dann A371, und ich wiederhole den Quellencode-Index, A371, Chlamydia pneumoniae. Und schließlich, die muss man im Zusammenhang sehen, die beiden Anwendungen SYL18, ich wiederhole den Quellencode-Index, S wie Siegfried, YL18, und die Anwendung heißt Chlamydia pneumoniae bei Multipler Sklerose 1. Und Sie sehen schon, in Klammern steht danach SYL19. Deshalb steht die darunter SYL19, ich wiederhole den Quellencode-Index, S wie Siegfried, YL wie Ludwig 19, Chlamydia pneumoniae bei Multipler Sklerose 2. Und diese Anwendung, die ich Ihnen hier aufgeschrieben habe, habe ich in der Reihenfolge gebracht, dass oben die mit der besten Effektivität stehen. Das heißt, nach unserer Datenbank ist BOE 181 für die meisten Menschen die am meisten zu empfehlende Anwendung, wenn es darum geht, Chlamydia pneumoniae zu eliminieren. Was nicht heißt, dass Sie vielleicht im Einzelfall mit A371 oder den anderen SYL18 und SYL19 für sich individuell besser vorankommen. Nur unsere Statistik zeigt BOE 181 als beste, zu empfehlende, häufigst mit relativ schnellen Erfolgen verbundene Anwendung. Für nähere Interessenten habe ich hier einmal einige Literaturquellen zusammengestellt. Hier ist es auch so, dass Sie auf die Literatur kommen, wenn Sie das, die einzelnen Links, die verstecken sich nämlich hinter den unterstrichenen Anwendungen, hinter unterstrichenen Angaben, wenn Sie die anklicken auf Ihrer heruntergeladenen PDF. Kommen wir zur Zusammenfassung. Chlamydia pneumoniae sind weit verbreitet und gefährden unsere Gesundheit. Das betrifft die Atemwege, den Stütz- und Bewegungsapparat und den Herz-Kreislauf. Der sachgerechte Einsatz von Agile Care zeigt nach unseren mehr als 38 Jahren Erfahrung und den zahlreichen Rückmeldungen von Anwendern hierzu große Vorteile. Und da beziehe ich mich auf Agile Care. Auf Chlamydia pneumoniae, also Agile Care bei Chlamydia pneumoniae. Diese sollten Menschen dazu bewegen, diese Anwendungen, Agile Care, also diese Erfolge der Anwendungen und diese Erfahrungen sollten Menschen dazu bewegen, Agile Care einzusetzen. Insbesondere, wenn anderes Vorgehen nicht zum Erfolg geführt hat. Und somit, liebe Teilnehmer an diesem Workshop, bin ich am Ende meiner Ausführungen, die ich zum Start dieses Workshops geben möchte und gegeben habe, angekommen und möchte Sie noch darauf hinweisen, dass wir eine sehr gute Erfolgsrate haben, wenn man mal weltweit das mit anderen Lösungen vergleicht, und wir glauben und denken und haben erfahren, dass das hauptsächlich an der engen Kommunikation mit uns liegt, an der Kommunikation zwischen Ihnen als Anwender und uns als Hersteller und Entwickler. Und Sie sehen auf diesem Schaubild hier, wie Sie mit uns Kontakt aufnehmen können beziehungsweise kommunizieren können. Suchen Sie sich einfach den besten Weg dazu aus, der für Sie vielleicht der bequemste ist, und beachten Sie
die Angaben hier insbesondere für den Telefonservice die eingeblendete Telefonnummer. Und natürlich ist es so, dass bei den meisten von Ihnen aufgrund der Erfolge sich ein Wunsch erfüllen lassen soll, ein Wunsch entwickelt, diese Möglichkeiten der Verbesserung der Lebensqualität anderen Menschen zukommen zu lassen. Und das ist für uns sehr, sehr erfreulich und sollte für Sie auch erfreulich sein. Deshalb, wenn Sie sich da engagieren möchten, andere Menschen, Ihre Nächsten mit der Information zu verbinden, dass man mit AgilCare wesentlich besser leben kann als ohne, dann können Sie das empfehlen und gehen Sie dabei bitte nach den hier dargestellten Punkten vor, erstens, zweitens, drittens. Wir sind nämlich dann sehr gern in der Lage und auch sehr gern bereit, Ihnen die Provision in Höhe von 150 Euro zukommen zu lassen. Bitte denken Sie aber dabei daran, dass das wir nur tun können, wenn erfolgreich über unseren Shop Ihre Empfehlung den Kauf tätigt. Und unseren Shop habe ich hier eingeblendet. Auch wiederum ist das ein Link, den man auf der PDF-Datei, die Sie herunterladen, durch Anklicken erreichen kann. Ich danke an dieser Stelle, ich denke, ist die Gelegenheit dazu, denjenigen von ganzem Herzen, die bisher viel Engagement gezeigt haben. Ja, und soweit also zu dem, was wir heute hier vortragen wollten, was ich vortragen möchte. Und ich komme jetzt zu Ihren Fragen, die erfreulicherweise Renate und Claudia in einer Datei für mich abgelegt haben, dass ich sie beantworten kann.